Kulturjournal. Martina Hefter, hey, guten Morgen, wie geht es dir? Martina Hefter wurde gestern Abend mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Wir bringen gleich ein Interview mit der in Leipzig lebenden Schriftstellerin, Lyrikerin und Performancekünstlerin. Und noch ein zweites Interview gibt es im heutigen Kulturjournal, und zwar mit Matthias Hartmann, seines Zeichens Ex-Burgtheaterdirektor und Neobuchautor. Wolfgang Popp begrüßt Sie zur heutigen Sendung. Heute Abend wird ja die 76. Frankfurter Buchmesse offiziell eröffnet. Interessant sind dabei die neuen Kooperationen mit Netflix und der Gaming-Szene. Da geht es um mögliche Literaturverfilmungen oder die Übernahme von Romansettings als Hintergrund für Computerspiele oder für TV-Serien. Gastrednerin Elif Schaffer betonte hingegen bei der heutigen Eröffnungspressekonferenz vielmehr die genuinen Besonderheiten der Literatur. Wir sollten die Hyperinformation, die wir aus den sozialen Medien beziehen, nicht mit Wissen verwechseln, meinte die aus der Türkei stammende Schriftstellerin. As we scroll up and down our social media feeds, more out of habit than out of anything else, hyperinformation gives us the illusion of knowledge. Als Schriftstellerin, so Schaffack weiter, müsse man heute zu einer Art literarischen Archäologin werden, die sich durch Schichten der Geschichte und des Schweigens gräbt. You have to become a bit like a literary and cultural archaeologist. You need to dig deep through layers of history and layers of silences. Die Literaturlandschaft unter dem Einfluss künstlicher Intelligenz wird ein zentrales Thema an den kommenden Messetagen sein. Dazu heute Vormittag die Vorsteherin des Börsenvereins Karin Schmidt-Friederichs. Urheberrechtlich geschützte Texte und Bilder wurden und werden millionenfach ohne das Einverständnis der UrheberInnen und ohne jede Honorarzahlung als Trainingsmaterial für KIs eingesetzt. Das geht nicht. Schmidt-Friederichs verwies auf eine leichte Umsatzsteigerung in der deutschen Buchbranche gegenüber dem Vorjahr und auf die Notwendigkeit, Lesen und kulturelle Kompetenz zu fördern. Nur wer versteht, was in den Wahlprogrammen steht, also hinter die Kulissen markiger Versprechen schaut, kann verantwortungsvoll wählen und diese Gesellschaft mitgestalten. Wenn nun überlegt wird, im Rahmen des Reformstaatsvertrages die Kulturberichterstattung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch weiter zusammenzuschrumpfen, dann ist es eine fatale Weichenstellung. Wir brauchen Kultursender wie ARD und Dreisat. So Karin Schmidt-Friederichs vom heutigen Eröffnungsabend in Frankfurt berichten wir morgen früh. Es geht uns gut, so lautete der Titel von Arno Geigers Roman, für den er 2005 den ersten deutschen Buchpreis erhielt. Zum 20. Buchpreisjubiläum nahm gestern Abend Martina Hefter den Preis entgegen, für einen Roman, dessen Titel wie die Frage zu Geigers Buch klingt. Hey, guten Morgen, wie geht es dir, heißt der nämlich. Im Zentrum steht ein Paar namens Jupiter und Juno. Er ist ein an MS erkrankter Schriftsteller, sie Performance-Künstlerin im Prekariat. Tagsüber betreut und pflegt sie ihn, in schlaflosen Nächten chattet sie mit sogenannten Love-Scammern, also jungen Männern, die gezielt ältere Frauen im Internet verführen und um hohe Geldsummen betrügen. Doch Juno entlarvt das Spiel und dreht den Spieß um. Und ähnliche Erfahrungen hat auch Martina Hefter gemacht. Das wirft einige Fragen auf. Zum Glück hat Judith Hoffmann nach der Preisverleihung gestern Abend Martina Hefter noch vors Mikrofon bekommen. Martina Hefter, herzlichen Glückwunsch. Sie wirkten gerade so abgeklärt bei Ihrer Dankesrede, ja. Auch wenn Sie gesagt haben, es hätte Sie überrascht und Sie hätten gar nicht gewagt, sich das vorzustellen. Aber trotzdem waren Sie dann mit einer ganz klaren politischen Botschaft, mit ganz klaren Dankesworten so präsent. Wie ist das gekommen? Wie haben Sie das geschafft? Also ich war alles andere als abgeklärt innerlich, aber vielleicht ist das tatsächlich so ein bisschen meiner Bühnenarbeit geschuldet. Ich bin das jetzt vielleicht so ein bisschen schon gewöhnt, weil ich habe mir wirklich nichts richtig aufgeschrieben, sondern nur so Stichpunkte. Aber ich war schon auch innerlich total aufgewühlt. Sie hatten gemeint, es wäre größenwahnsinnig, daran zu glauben, an diesen Preis oder überhaupt zu glauben, diesen Preis zu gewinnen. Wie viel Größenwahn muss denn überhaupt sein als Künstlerin, als Schriftstellerin im Leben? Das ist ein super Stichwort, ja. Ich finde nämlich, man muss schon irgendwie, also größenwahnsinnig ist kein so
vielleicht ein bisschen zu viel, das Wort ist zu groß, aber man darf keine Angst haben, sich zu blamieren. Man denkt ja manchmal, man macht jetzt was ganz Verrücktes. So, jetzt setze ich mich einfach hin und schreibe einen Roman und da ist vielleicht eine ganz verrückte Geschichte und das muss man sich einfach trauen. Und das ist schon eine positive Form von Größenwahn vielleicht. Diese Form des Größenwahns lassen Sie auch Ihre Protagonistin angedeihen, die nämlich mit allen Wassern gewaschen ist und sofort diesem Love-Scamming auf die Schliche kommt, die im Gegenteil auch spielt damit, so wie Sie das eigentlich in der wahrscheinlich zufälligen Recherche für diesen Roman auch getan haben. Wann wurde denn aus diesem Zufallsfund dann eine Neugier, eine weitere Recherche und dann die Idee zum Buch? Ja, das hat mit dem Love-Scamming angefangen und das war eine anfängliche Neugier, die hat aber dann irgendwann umgeschlagen in etwas, wo ich ins Nachdenken gekommen bin, weil ich habe wirklich sehr viel Lügen auch erzählt und die Love Scammer, denen ich das zuerst geschrieben habe, die haben mir sehr viel geglaubt und sehr lange geglaubt und ich habe gemerkt, da ist dann wohl genauso eine Bedürftigkeit da, wenn man so leicht bereit ist, auch etwas zu glauben, dass ich wollte das wissen, warum, was ist denn da eigentlich los, warum glauben die mir das denn, das kann man doch nicht glauben. Und zuerst wollte ich ein Essay schreiben und da habe ich viel recherchiert und ich habe aber gemerkt, ich kann das mit dem Essay erstens gar nicht fassen und mich hat es auch irgendwann nicht mehr interessiert, das rein essayistisch zu fassen, weil das Thema war so auf einmal so groß und so auch ein bisschen unwirklich und ich habe gemerkt, das kann man nur mit einem erzählenden Text fassen und dann ging es eigentlich erst los, dann habe ich geguckt, dann wurde das immer erzählender und dann hatte ich eine Figur und die war auf einmal ganz doch anders als ich, so ging es los. Und was haben Sie herausgefunden? Was steckt dahinter? Woher kommt das, diese Bedürftigkeit? Also das wäre jetzt ein bisschen zu einfach zu sagen, dass das nur durch das Erbe des Kolonialismus kommt. So leicht kann man das nicht sagen. Da bin ich auch dann nicht mehr die Richtige, die sich darüber ganz genau auslassen kann. Aber naja, man kommt schon ins Nachdenken, wenn man halt sieht, Nigeria zum Beispiel ist eigentlich die größte Volkswirtschaft Afrikas. Das ist kein bitterarmes Land, aber die Schere zwischen Arm und Reich geht da extrem weit auseinander. Und die Infrastrukturen dort, die funktionieren einfach nicht. Und die haben ganz viel Erdöl. Das könnte eigentlich ein sehr reiches Land sein. Das so zu entdecken, hat eben so ein Nachdenken in mir ausgelöst, dass ich nicht mehr gewusst habe, wie kann ich mich dem überhaupt nähern und wie privilegiert bin ich eigentlich. Und wenn wir hier leben, ich habe einfach fließendes Wasser. Bei uns geht der Strom nie aus. Sie deklinieren das durch anhand von vielen Alltagsbegebenheiten, also vom Strom, der jeweils um 23 Uhr abgeschaltet wird, bis zum Sternbild des Löwen oder des Orion, das ganz anders ausschaut oder im Fall des Löwen auf dem Kopf steht zum Beispiel. Das ist eine Art, diesen Postkolonialismus so ein bisschen in allen Alltagsspuren nachzuweisen. Ist das nach und nach gekommen oder war das eine Ihrer Agenden? Nee, das kam so nach und nach oder das kam viel zusammen. Ich hatte zum Beispiel in der Zeit auch an Gedichten gearbeitet, die habe ich dann letztendlich nicht realisiert. Die hatten viel mit Sternbildern zu tun und es war eh ein Thema, das hat mich so eh parallel begleitet. Und ich habe aber gemerkt, ja, das hängt doch irgendwie alles miteinander zusammen und fand es dann natürlich auch als Material toll. Also das war beides. Apropos Material, wenn Sie vorher gesagt haben, es ist ein erzählender Text, dann ist es ja nur die halbe Wahrheit. Sie haben in den letzten 5 Jahren ausschließlich Lyrik veröffentlicht und geschrieben. Ihr letzter Roman liegt Jahre zurück, 2008 war das. Und es fließt, kommt mir vor, so alles ein, als Tänzerin, Ihre Erfahrung als Performance-Künstlerin, der Umgang mit Texten, mit Bewegung, mit Raum, vor allem mit Raum im Großen und Kleinen, gab es so eine Art Geografie dieses Romans, der jetzt wirklich von den Planeten über die Kontinente, über die Jahrhunderte, Jahrtausende alles umspannt? Ja, die hatte ich aber nicht geplant. Ich glaube, das ist ein bisschen tatsächlich wie in einem Tanzstück. Da muss man auch irgendwo anfangen mit einer Choreografie und dann wiederholt man Motive, doppelt das. Und ich glaube, dass ich im Schreiben immer so arbeite. Also ich plane das nicht, aber ich führe das fort, was ich finde, als Muster oder als Struktur. Das ist eigentlich eine schöne Arbeitsweise. Wie machen Sie das? Das kann ich gar nicht sagen. Also früher habe ich das ein bisschen salopp mit Stricken verglichen, dass man immer wieder die Maschen hochholen muss und so und dann ergibt sich das Muster. Na, einfach doch gucken, was da ist. Und dass es auch irgendwie im Gleichgewicht bleibt. Also die Wildbiene zum Beispiel, die war am Anfang nur einmal da. Und das war tatsächlich eine Arbeit mit meiner Lektorin, Katharina Körber, die hat dann gemeint, da die Wildbiene könnte ja noch öfter vorkommen, vielleicht auch in einer Regelmäßigkeit, wobei ich das nicht abmesse oder so. Genauso mit den Sternen. Und letztendlich am Schluss hat man dann das Bild von der runden Erde und das Weltall außen herum.
Ein anderes großes Thema ist MS, natürlich auch autobiografisch fundiert durch die Erkrankung ihres Mannes. Und dann fragt man sich ein bisschen, wie kommt dieser doch lapidare Satz, hey, guten Morgen, wie geht es dir, zum Titel, der ja ganz salopp drüber hinweg täuschen könnte über all die großen Themen. Das muss ich gestehen, dass der Titel war von Anfang an da. Das ist auch kein Titel, den der Verlag gemacht hat. Das war schon mein Arbeitstitel, den habe ich so bei der Agentur eingereicht und der ging einfach immer durch. Und genau deswegen, weil wir auch fanden, das hat was Saloppes, aber es kommt ja auch darauf an, wie man das beantworten kann. Also man kann es ja auf ganz viele Weisen beantworten. Und ich fand es auch schön, dass es der Morgen ist. Man könnte auch Abend, hätte man auch nennen können, aber der Tag beginnt, das hat so eine Aufbruchsstimmung für mich gehabt. Und noch dazu mit Jupiter und Juno. Man hat ja sofort dieses Götterpaar, die sich wecken im Kopf. Warum die beiden? Ja, zuerst war eigentlich nur der Name Juno, weil ich den schön fand vom Klang. Und ich bin noch nicht so drüber gekommen, über meine Lyrikarbeit richtige Alltagsnamen zu nehmen. Und dann war Jupiter nicht weit weg. Aber ich dachte dann auch, das ist eben auch wieder Stichpunkt, das muss man sich erst mal trauen. Und es hat sich als sinnvoll ergeben, auch für mich im Schreibprozess, weil dadurch ist für mich so eine ganz große Distanz nochmal entstanden zu Juno und auch zu Jupiter. Die wurden so fiktional dadurch. Naja, und dann ist es ja auch so, Juno hat ja schon so ein Leben, das erst habe ich gedacht, es gibt vielleicht für den Roman gar nicht so viel her. Aber für sie hat das schon manchmal so eine existenzielle Wucht, was man mit so einer griechischen Tragödie vielleicht manchmal vergleichen könnte. Insofern war so ein ganz klein ironisches Augenzwinkern natürlich dabei. So, Martina Hefter, ihr mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneter Roman »Hey, guten Morgen, wie geht es dir?« ist bei Klett-Cotta erschienen. Und der neue Roman der frisch gebackenen Literaturnobelpreisträgerin Han Kang, der erscheint jetzt bereits am 16. Dezember. Das Buch trägt den Titel »Unmöglicher Abschied« und erzählt die Geschichte zweier Frauen. Es sei eine Hymne an die Freundschaft und das Erinnern im Angesicht unsäglicher Gewalt, schrieb der Aufbau Verlag in seiner heutigen Aussendung. Warum eine Pistole auf der Bühne nicht schießt? Ein kleiner Versuch, das Theater zu retten. So lautet der Titel des literarischen Debüts von Matthias Hartmann. Das Buch ist einerseits Autobiografie und spart als solche auch den großen Finanzskandal vor 10 Jahren nicht aus, der zu Hartmanns Entlassung als Burgtheaterdirektor geführt hat. Der Regisseur macht sich aber auch Gedanken über die Zukunft des Theaters. 2018 hat ihn ein Gericht ja von allen Vorwürfen freigesprochen, das Burgtheater meidet er aber noch immer. Am Sonntag hat er sein Buch im Theater in der Josefstadt präsentiert. Katharina Menhofer hat Matthias Hartmann eingangs gefragt, wie die Stimmung war bei seiner Rückkehr auf eine Wiener Bühne. Ich bin überwältigt. Die haben das Buch gefeiert und das hat mich total gefreut. Ich bin auch in gewisser Weise überrascht, weil mein Fortgang aus Wien wurde ja nicht mit so viel Applaus begleitet, aber das war eine wirklich schöne Heimkunft in gewisser Weise. Jetzt ist dieses Buch quasi dreigeteilt, das heißt ein Teil Autobiografie, ein Teil Gedanken zur Theaterkrise im Allgemeinen und ein Teil Erinnerung an den Burgtheater-Finanzskandal. Diesen dritten Teil nennen Sie die fucking Geschichte mit der Burg. Ist das für Sie auch eine Art Rechtfertigung, ein bisschen Abrechnung oder vielleicht auch so ein persönlicher Schlussstrich, den Sie damit ziehen? Ich würde sagen, dass es kein Rachegesang ist. Ich würde auch nicht sagen, dass es eine Rechtfertigung ist, sondern ich glaube, es ist ein bisweilen ganz munterer Spaziergang durch eine Situation, die einem ja teilweise auch wirklich die Haare zum Berge stehen lässt. Es ist wirklich eine ziemliche Räuberpistole. Gibt's noch Unaufgearbeitetes, das vielleicht nicht an die Öffentlichkeit gedrungen ist? Was noch nicht so richtig angekommen ist und wo das Buch vielleicht ein bisschen helfen kann, ist, dass es ja einfach Skandale sind am Anfang, die vermischt wurden. Und ich lege in diesem Buch das Augenmerk auf einen Skandal, der vielleicht in der Öffentlichkeit gar nicht genug wahrgenommen wurde, nämlich, dass diese Finanzprobleme des Burgtheaters ja da waren, bevor ich kam und dass ich sie enttarnt habe. Es wurde jahrelang darüber geredet, in welcher Weise ich die Mitverantwortung daran habe. Ich kann erstens keine Mitverantwortung für etwas haben, was schon da war, bevor ich kam. Es war nur eine gute Art und Weise, meine Mitverantwortung so lange hin und her zu wälzen und durch alle möglichen Instanzen zu schleppen, um auf diesem Wege, damit diejenigen, die daran Verantwortung trugen, möglichst unerkannt entkommen konnten.
Und das wird in diesem Buch deutlich. Ich wollte mich dann nicht die ganze Zeit rechtfertigen und darüber die ganze Zeit schreiben, schaut mal hier, da sind die Bösen und ich bin der Gute. Das wäre mir auch irgendwie zu blöd gewesen, sondern ich habe es deswegen ausgelagert, einem Investigativjournalisten gegeben und gesagt, du kannst da die ganzen Hardfacts so reinschreiben mit allen Quellen, dass jeder, der es wirklich wissen will, lesen kann. Ich habe dann mich mehr so auf die amüsante Art und Weise versucht, nochmal da durch diese Sache durchzuschlendern. Wie kam es eigentlich, dass mir das aufgefallen ist? Haben Sie das Gefühl, dass Sie auch Opfer einer Intrige geworden sind? Ja, selbstverständlich. Also es war natürlich viel leichter, mich in die Luft gehen zu lassen und unter diesem Riesenknall alle anderen verschwinden zu lassen, die Verantwortung hatten. Das ist absolut der Fall, ja. Natürlich, man muss sich auch fragen, wenn doch die Bilanzen offenkundig falsch waren, warum dann nicht niemand wegen dieser Geschichte verurteilt worden ist. Frau Schandeski ist wegen persönlicher Bereicherung verurteilt worden. Wäre die Aufsichtspflicht zum Thema geworden. Über Jahrzehnte hätten Verantwortliche Stellung beziehen müssen. Kulturpolitiker, Aufsichtsräte, Kontrollgremien, Wirtschaftsprüfer. Und das ist ihnen alles erspart geblieben durch einen von einem sehr versierten und mediengeschulten Minister, der gewissermaßen den Knopf gedrückt hat, lass doch den Hartmann in die Luft fliegen und dann sind wir dieses Problem los. Und es hat ja auch ganz gut funktioniert, das muss man ja mal sagen. Also die sind ja auch alle in dieser großen Staubwolke verschwunden. Es gibt eine Stelle in dem Buch, wo Sie schreiben, Sie haben überlegt, dieses Buch Alles, weil ich Porsche fahre zu nennen. Wäre das Ihrer Meinung nach auch eine Erklärung für vieles gewesen? Ist Ihnen Ihr Auftreten, Ihre von Ihnen selbst, sich selbst auch attestierte Eitelkeit, Ihre Vorliebe für auch Statussymbole, schnelle Autos, ist Ihnen das in gewisser Weise auch zum Verhängnis geworden? Das kann schon sein, das würde mich dann sogar noch trotziger machen. Weil ich bin das Kind von linksliberalen, salonklinken und durchaus wohlhabenden Leuten. Eltern, die zum Beispiel mit dem Kauf eines Autos zeigen wollten, dass sie nicht zeigen wollten, wie viel Geld sie für ein Auto ausgeben. Und das war ein Saab und der war sogar ein bisschen teurer als ein Mercedes und so. Und die haben mir dann erzählt, wie das Ozonloch entsteht und mich dann 27 Kilometer mit dem Auto zur Waldorfschule gebracht. Und das war etwas, was ich schizophren gefunden habe und immer gedacht habe, wie geht das eigentlich, dass ihr euch mit diesen Insignien versteckt und versucht, Gutmenschen zu sein. Und ich habe das überall in der Gesellschaft entdeckt und festgestellt, dass ich das an mir selber nicht glauben würde. Und deswegen hat sich da auch manchmal so ein kleiner Teufelskreis ergeben, dass ich aus Trotz erst recht Jaguar gefahren bin oder erst recht Porsche und gedacht habe, wenn die sich darüber aufregen, fällt das denn nicht eigentlich auf sie zurück? Was ist das eigentlich überhaupt? Woran liegt das, dass die Gesellschaft versucht, links und rechts gut und schlecht mit solchen oberflächlichen Insignien zu belegen? Herr Hartmann, ein Thema in dem Buch wird nur am Rande gestreift. Das ist jenes zum Thema Macht und Machtmissbrauch, gerade hochaktuell auch wieder. Sie schreiben da von der Vorgänger von der Vätergeneration an Regisseuren wie Peymann, Zadek, Stein oder Flim, dass die eine rücksichtslose Bedingungslosigkeit gehabt hätten, auch in ihrem Machtgehabe. Tritt nicht die nächste Generation, nämlich ihre, in genau dieselben Fußstapfen? Ihnen selbst wurde das ja auch vorgeworfen, erst vor kurzem Ihrem Kollegen hier, Herbert Föttinger, dass Sie ein Klima der Angst verbreiten, dass Sie Abhängigkeiten instrumentalisieren und so weiter. Ja, ich glaube, wir sind aufgerufen, uns dazu hinterfragen und kritisch mit uns umzugehen. Und man kann versuchen zu erklären, wie es dazu gekommen ist. Unsere Väter waren Monster und waren unsere Helden. Die waren unsere Vorbilder und wir wollten so werden wie die. Nicht ganz so, weil mich hat das immer in gewisser Weise auch abgestoßen. Und ich habe immer mir vorgenommen, so wie die mich ja auch misshandelt haben, möchte ich nie jemanden misshandeln. Und habe mir sehr, sehr viel Mühe gegeben, mit mehr Respekt meine Mitarbeiter zu behandeln. Dass das nicht immer gelungen ist und dass wir andere Vorbilder hatten und aus einer anderen Kinderstube kommen, das ist klar. In der Zwischenzeit ist das Pendel allerdings auch ein bisschen in eine ganz extreme andere Richtung umgeschlagen. Und es gibt einfach wirklich lächerliche Auswirkungen, wenn Sie schauen, dass in Karlsruhe da ein sogenanntes Feminat ausgerufen wurde, das nur noch Regisseurinnen inszenieren durften, dass dort der Intendant keine Rollen mehr vergeben durfte, dass dort auch es unerwünscht war, dass Frauen Frauenrollen spielen und Männer Männerrollen spielen. Es braucht da ein Augenmaß und eine vernünftige Austarierung. Wir sind jetzt hier an der Josefstadt. Sie werden in der kommenden Saison hier am Theater inszenieren, nämlich Thomas Bernhards Theatermacher. Herbert Föttinger wird in der Hauptrolle zu sehen sein.
Ist Ihnen das Theater abgegangen? Das Theater fehlt mir eigentlich immer in dem Moment, wo ich nicht drin bin. Und ich empfinde jedes Mal, wenn ich ein Theater betrete, so etwas wie ein Heimkommen. Der Theatermacher ist vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade gesprochen haben, eine wirkliche Challenge. Hier spielt ein alter weißer Mann, inszeniert von einem alten weißen Mann, das Stück von einem toten alten weißen Mann. Es geht um Übergriffigkeit, es geht um die Erniedrigung von Menschen. Wie kann man so einen Text in unsere Zeit überführen? Was ist das, was wir lernen können und wie können wir das in diesem Stück zeigen? Und das wird eine ganz schöne Herausforderung sein. So, Matthias Hartmann, sein Buch »Warum eine Pistole auf der Bühne nicht schießt« ist im Eco Wing Verlag erschienen. Das war ein Kulturjournal. Technik Sabine Heiner, Regie Anna Socek, Moderation Wolfgang Popp.